Und einen wunderschönen guten Abend, Hallöchen und herzlich willkommen. Ist das Ding an? Ja, ist es. Oh, Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Und Hallöchen, einen wunderschönen guten Abend. Viel Spaß, Rufmotte. Dankeschön dir auch. Und na, meine Süße. Hey Nietzsche, mein Schatz. Alles gut? Wie geht's? Und Hallöchen, kleiner Bruder. Ist gut bei dir? Wie schaut's aus? Wie schaut's aus? Herrlich, herrlich. Freitagabend, kein Minecraft. Freitag wird jetzt ein fester Satisfactory-Tag werden. Ja, mal abwarten, mal gucken, was hier so los ist. Weil das... Leute, es ist kein Minecraft, ich weiß, aber das macht echt Spaß. Das macht wirklich Spaß. Immer noch Schnupfen. Sonst alles gut. Das ist sehr schön. Das freut mich. Mein Kopf ist geplatzt. Heute zu viel gelernt. Oha. Was lernst du noch? Hast du das überhaupt schon mal gesagt? Ich bin unsicher. Hast du mir das geschrieben? Bin noch unsicherer. Ah, Hilfe. Aber verstehe ich. Also zu viel lernen ist lernen. Lernen ist selten gut. Ich spiele schon 56 Stunden das Spiel. Das ist ja unfassbar. Über 2 Tage. Unfassbar. Jajaja. Sehe ich gerade hier, weil es hier im Hausbildschirm ist. Ach, stimmt, richtig. PC weiter. Ah. Okay. Wunderschönen guten Abend, Jesse. Ne? Ach, hübsch. Cool. Ja, finde ich auch cool. Sehr, sehr cool. Ich hoffe, dass der Counter da oben in der Mitte vernünftig funktioniert. Erste Klausur schon. Mahlzeit. Hallo, Display. Na? Ach, hübsch. Wie gesagt, das Ding da oben in der Mitte, ich hoffe, der aktualisiert sich vernünftig, ey. Das ist ein komisches Ding. Verstehe ich nicht. Gut, aber bis jetzt sieht es noch gut aus. Noch 6. Noch 5 Stück. Oh, und JB ist auch da, sehe ich gerade aus dem Discord. Hallöchen, Schwesterchen. Hallöchen, kleine Nichte. So, ach, Gottchen. Ach, ihr seht mich ja gar nicht. Ich winke in die Kamera. Ich bin ja gar nicht da. Das müssen wir ändern. Wo war das nochmal? Dort. Hallo. Da ist er. Ah. Kaffee. Ganz, ganz wichtig. Ja. Also ich habe viel offline gespielt. Es ist doch ein bisschen was passiert, möchte ich sagen. Ich gehe mal hier hoch. Also als allererstes, ich habe da oben mal ein bisschen Rambazamba gemacht. Wo war die Leiter? Hilfe, Hilfe. Hätte ich eine Leiter irgendwo? Ach, hier ist er doch. Unfassbar. So. Also erstmal hier oben ein bisschen mehr Friede, Freude. Lass mal was bauen. Und die Kaffeetasse. Ja, sexy. Hast schon mal erwähnt. Die gibt es auch in echt. Die kaufe ich mir noch. Die muss ich mir auch noch bestellen. Also hier oben noch ein bisschen was Produktionsmäßiges. Wird hier schön gebastelt. Lightbot? Oh, hi. Da, hübscher Lightbot. Hier werden Reinforced Iron Plates gemacht. Die brauche ich echt tatsächlich für die 2K-Bänder, MK2-Bänder. Die Dinger fressen echt wie Sau. Hier habe ich noch ein paar Rahmen drin. Ich glaube, im Moment brauche ich die gar nicht so viel, deswegen nehme ich das mal mit. Kaffee oder Öl? Ja. Das sehen wir gleich. So, ich krieg nicht mal so viel Fallschaden, weil ich habe mittlerweile hier so also Gehhilfen möchte ich es immer nennen. Ich kann höher springen, schneller laufen. Alles. Das Ding dort läuft gut hier. Der Zerschredderer. Gut, im Moment 2 Coupons drin, aber ich habe da in der Kiste sind noch 10. Werde ich auch schön nach und nach ausgeben.
Ich weiß nicht, ob er das mitgekriegt hat oder weiß ich nicht, wie damals der Stand war. Quarz ist jetzt am Start. Gut. Ich werde wahrscheinlich nie im Leben so viel Silikon brauchen oder Silikat. Aber wie heißt das so schön? Besser haben als brauchen. Was habe ich hier gebastelt? Achso. Uhlen werden hier gemacht. Quickwire. Ich weiß noch gar nicht so richtig, wofür. Irgendein paar Rezepte wird man die brauchen. Machen wir die Kiste auch mal voll und dann ist wunderhübsch. So, dann, was haben wir hier? Rotoren. Werde ich wahrscheinlich auch nicht so viele brauchen. Hier wird gar nichts gemacht. Warum ist da nichts gebaut? Weil hier Motoren drin sind. Wird nicht überhaupt gemacht. Ach, hier werden Stadttoren gebaut. Rotoren, Stadttoren, genau. Ach, das muss alles noch ein bisschen optimiert werden. Aber im Prinzip, ich habe jetzt... Das kann ruhig so langsam laufen. Ich habe erstmal genug. Werde ich wahrscheinlich auch nie so viel brauchen. Wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Ja, ansonsten... Wir haben ja noch eine Katerium-Erzader noch gefunden. Und aus dem Zeug machen wir halt hier das Quickwire. Cybertruck. Weiß bloß nicht mehr genau, was man in den Schredder werfen musste. Ich glaube, den habe ich für die... den, glaube ich, noch nicht freigeschaltet. Ist das Special? Den könnte ich mir kaufen, tatsächlich. Diese kleine Mini-Karre. Aber ich hätte auch Bock auf die Boombox. Ist er da? Ich weiß es gar nicht mal. Management? Arts? Equipment? Hätte ich euch angezeigt, ist ein Easter Egg, ist ein Easter Egg. Ach, das ist diese komische Elektrokarre da, ne? Dieses hässliche Ding. Was habe ich hier gemacht? Iron Rebars. Ach so, genau, richtig. Für die Nagelpistole. Nee, Quatsch. Ah, die ist sexy. Also bei dem Stand bin ich bisher. Das sind die Shatter-Nägel. Also das tut weh, wenn die eine abkriegt. Die sind sehr hilfreich gegen stärkere Monster. Für die Ecke, wo wir jetzt hingehen. Ich hoffe, ich habe genug. Ansonsten müssen wir nicht noch zurückrufen. Hallöchen, Klaus. Gruselige Grüße aus dem Geistersgeilreich. Hallöchen, einer Fetz. Klaus, alles hübsch. Ah. Alles hübsch, alles hübsch. Alter Schwede, ja, das kannst du sagen. Ich muss meinen Arm hier ein bisschen hin tun, geht das? So bleiben, das wäre cool. Genau so bleibst du. Armlehne. So vielleicht. Inventar natürlich hochvoll. Warum habe ich Schwarzpulver mit? Brauche ich nicht. Wir können allerdings mittlerweile... Mich langweilig wird's. Ach ja, stimmt. Der Leppi ist kaputt, ne? Eieieiei. Wahrscheinlich durchgebrannt, oder? Der Alte. Ich meine, du hast das Ding aber stundenlang an. Jetzt ein Gaming? Gaming-Laptop. Die sind geil, die Dinger. Die haben richtig Dampf. Was wollte ich? Ich könnte mich jetzt... wahrscheinlich ganz unten irgendwo. Nee. Im dem hier. Im Assembler. Können wir kompakte Kohle herstellen. Mit Sulfur und Kohle. Und Sulfur ist hier das gelbe Zeug. Kohle. Könnte ich mir hier was abzwacken zur Not? Das läuft auf jeden Fall. Sehr, sehr gut. Wo waren jetzt seine Dinge, wo ich gucken war? Ist ja schon mal eingestellt dafür. Well. Nicht reinfallen. Ja, hier war das nicht. Egal, auf jeden Fall. Ne, hier. Genau. Der braucht 25 die Minute, genauso wie das. Und das macht das. Also 1 zu 1 wird das umgebastelt. 5 Kohle. Das ist sehr, sehr gut.
Display hätte sich verabschiedet. Ja, schick mal links später, Schiffchen. Oh, cool. Freu mich. Ja, stimmt. Voice Channel, ja. Ja, aber Agent Schweidi übernimmt ja deinen Part. Echt grandios. Echt grandios. So, auf jeden Fall. Jetzt gehen wir erstmal dahin, wo ich die letzten gestern Abend zum Beispiel auch viel gebastelt habe. Ich hatte aber auch nette Gesellschaft. Dankeschön nochmal, Nietchen. So. Nee, falsch. Kaffeetasse. Halt. Heavy modularer Rahmen, dafür brauche ich den, genau. Weil dort besetzt, dann steigt der in der Welt. So, ich drehe mein Handy auf Seite, sonst sehe ich nichts. Hallöchen, Heavy. Well. Alles gut. Da, die, da. Well. Diese Autosave-Lex, ne? So, hier diese Dinger, die werden wir auch nochmal abgrasen. Das habe ich schon geholt, was da drin war. Das war, also da kriegst du meistens solche Festplatten. Und da ist dann immer irgendwie was, entweder was drauf oder du kannst es in dem MAM, kannst das untersuchen lassen. Dann kriegst du zum Beispiel jetzt kompakte Kohle freigeschaltet. Ich könnte glauben, da hinten ist auch noch irgendwas. Weiß es aber nicht. Ich habe heute hier mal ein bisschen viel Strecke gemacht. Bisschen sehr viel Strecke. Sehr, sehr viel Strecke. Sehr viel Strecke. Heute ist es kein Let's Play, heute ist es ein Let's Walk. Und ich habe immer noch keinen Kopf. Sieht so merkwürdig aus im Schatten. Was denn heute? Ja, heute. Sag ich euch jetzt. Weil ich brauche viel mehr Energie. Aber sowas von Energie. Ich brauche so dermaßen Energie, dass ich Energie brauche. Wir müssen echt viel Strom haben. Das heißt, ich brauche noch ein bisschen was Kohle. Ich muss am besten die kompakte Kohle vielleicht machen, weil die ist tatsächlich besser. Muss ich mal gucken, wie das alles schön zusammenläuft nachher. Swampy, wie ist es bei dir? Alles hübsch. Tada, wie jeder JB. Wie jeder dem Papa. So, da hinten war eine Schnecke. Da, wie gesagt, war eine Schnecke. Ja, habe ich mir gestern einen verleibt. Und da hinten ist auch noch, ich glaube, da hinten, genau, da hinten ist auch noch eine. Die kann man so ein bisschen erkennen. Da hinten das Gelb, aber das Giftgebiet. Dafür brauche ich erst die Gasmaske. Die könnte ich mir zwar schon bauen, aber nö. Gut gegessen und ist glücklich. Sehr gut. Perfekt, ja, Essen ist wichtig, das stimmt. So, willkommen bei Außenstelle Nummer 2. Hier ist Öl. Öl, wir haben Öl. Ist das herrlich, hier können wir die Welt noch mehr versauen. Ist das geil. So, und so ein... Also, für dieses Öl in dem Spiel braucht man erstmal natürlich eine Ölpumpe. Einen Ölextraktor. Der macht Crude-Öl, was auch immer das bedeutet. Wahrscheinlich Altöl, was weiß ich, keine Ahnung. Nee, das wäre Altöl. Ihr wisst, was ich meine. So, das ist das Originalprodukt aus der Erde hier. Das kann ich so nicht ins Inventar nehmen, weil es ist eine Flüssigkeit. Logisch. Würde mir aus der Tasche laufen. Und in die Unterhose. Schwierig. Dafür braucht man dann diesen guten Kollegen hier. Das ist... Wo steht es? Wir haben auch irgendwo einen Namen stehen. Ruhig. Schieße. Vielleicht ziehe ich mal dran vorbeigelaufen. Ich guck mal rein. Der hier kann jede Menge Zeug machen. Erstmal direkt Plastik.
Und als Zusatz macht er noch Heavy Oil Residue, also Schweröl. Alaska! Mal früher Öl so in die Tasche stopfen, da die Raffinerien das direkt mit Tonnen verpackt hätte. Richtig, richtig. Früher. Ja, früher war alles besser. Wo war er? Genau. Entweder macht er das. Als Nebenprodukt gibt es dann noch Schweröl. Oder dann macht er direkt Plastik. Aber dann zwei Stück. Also Residual Plastik, was auch immer das sein soll. Wahrscheinlich genau dasselbe wie das hier. Dann kann er Gummi und dieses Schweröl oder nur Gummi oder Petroleum Coke. Ja, schwierig, weiß ich nicht. Also hier wird jetzt auf jeden Fall erstmal Plastik und Schweröl hergestellt, weil ich in dem Ding hier Petroleumkohle herstelle. Was mir dann erstmal dieses Kohlekraftwerk Dingst hier betreibt, damit ich ein bisschen mehr Saft kriege, weil ich bin jetzt schon auf 916 Megawatt und ich brauche mehr. Ich brauche wesentlich mehr. So, und das ist das schon mal das Gute, dass wir jetzt auch dieses kompakte Kohle freigeschaltet haben. Diese Petroleumkohle, Petroleumkoks, hat nur den Nachteil, dass es wesentlich mehr verbraucht, wenn man das da reinballert hier in das Kohlekraftwerk. So, der verbraucht, der macht gut eigentlich, aber der hier ist einfach zu langsam. Der ist viel zu langsam, obwohl mittlerweile hat er sich ein bisschen eingependelt. Hatte ich ein Kleinchen. Oder Sauer in Tasche, kann ich dir sagen. Da habe ich ja keinen Bock drauf. Also der verbraucht immer 4. Also 4 Kubik pro Minute. Aber wie ihr seht, hier tut sich nichts. Jetzt tut sich jetzt wieder was. Der muss in einem durchlaufen am besten. Er kann 120 die Minute machen. Macht er aber nicht. Warum nicht? Wahrscheinlich, weil es daran liegt. So, deswegen, wo sind sie? Hopp, hopp, hopp. Geben wir mal ein bisschen Dampf. Mal gucken, was er hinkriegt. Da müssen wir mal gucken. Kleinchen, das ist gut. Wahrscheinlich nicht viel. Deswegen werden wir den auch noch mal ein bisschen pimpen. So, das Kraftwerk macht 120 die Minute. 120 Kubik. Na ja, das ist schön voll. Das ist wunderbar. Maximal 50, wunderherrlich. Er macht 30 die Minute, den können wir mal ein bisschen pimpen. Oder sagen wir 60 macht. So, den müssen wir dann wieder runter regulieren, weil jetzt macht er 100 die Minute. Das heißt, wir nehmen mal eine wieder raus. Dann stellen wir den auch mal auf 60. Ja, 60 ist die raus, genau. Macht er auch 60 die Minute. In der Theorie. Nee, nicht alles gut. Ich denke, bei dir ist es besser. Meinst du? Weiß ich nicht. Ja. Das klingt nicht gut, Kleinchen. Das klingt nicht gut. Hat sich wieder erwischt. Das ist uncool. So, das Ding hier. Guck mal her, da kommt ja gar nichts durch. Seht ihr das? Da stimmt was nicht. Hallo? Bitte, bitte. Warum will der nicht? Weil der nur 20 die Minute macht. Aha. Jetzt macht der 25 die Minute. Er ist prinzipiell viel zu schwach. Das ist ekelhaft Mathe ist hier. So, das heißt, den kann ich runterregeln auf theoretisch
ungefähr da. Dann würde der optimal laufen. Und das macht er 75 Stück die Minute. Im Prinzip würde der jetzt optimal laufen. Also ich kann die Batterie rausnehmen. Weil der produziert nur 25 die Minute. Und der nimmt jetzt 25 die Minute. Aber heute in drei verschiedenen chirurgischen Praxen, hat beim Orthopäden angerufen, war beim Hausarzt ohne Erfolg, rechter Arm zickt mächtig herum, tut weh und so weiter. Wo denn genau? Ich kenne das selber, also Schreiner, Handwerker, dauerhaft kaputt. Wenn du das sagen magst. Also, ich zeig mal mein Ärmchen. Also, ich glaube, beim linken ist das einfach. Also, wir machen jetzt einen Arztstream. Also, Schulter, Oberarm, Ellbogen, da, Handgelenk. Jemand will mich untersuchen oder ab Mitte Juni. Die Doktoren Knappes hätten noch Termine frei. Wir untersuchen mit TNT, ist vielleicht ein bisschen schwierig. Nein, alles gut, machen wir nicht. Keine Sorge. Der läuft jetzt eigentlich prinzipiell... Ui, das hätte man aber Wartezeit. Ja. Je nachdem, was du hast. Vor allen Dingen, wenn es dann noch drum geht, du brauchst einen... Würde es nicht empfehlen, weißt du? Ne, würde ich auch nicht. Guten Abend, Sir Grenz. Wie geht es dem Meister? Ich weiß schon, wie ich das wieder wegnehme. Was er da machen muss. Hat er bestimmt, deswegen wird es ihm wahrscheinlich auch nicht wehtun. Was wollte ich? Genau, vor allem wenn du CT oder so machen musst, das dauert ewig bei den Jungs und Mädels da. Das ist unfassbar nervig. Rechter Arm ist dreimal operiert, ouch. Und die Vorerkrankung an der Halswirbelsäule habe und es halt auch davon kommen kann. Die Hand fühlt sich auch anders an, aber hey, ist ja egal. Egal ist das nicht. Dreimal operiert, oha. Ich habe Schulter-OP. Da ist mir ein Stück des Knochens mal, so, das war doof. Also beziehungsweise an den Sehnen oder so. Entzündung und das ist in den Knochen gewandert und das hat weh. Den ging es gestern Abend gut. Gestern Abend und heute? Heute nicht mehr. Richtig doof alles. Und dann wundern die sich, dass sie alle ganz krankenhausgehend notfallmäßig. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Wie soll das denn sonst funktionieren? So, genau. Also, waren wir stehen geblieben. Hier musst du so viel umrechnen, damit das alles vernünftig läuft. Klaus! Oh, super nett. Dankeschön für eine verschenkte Kanalmitgliedschaft an Alaska. Hallo und herzlich willkommen bei den Mini-Resortis. Der ging ja aber richtig schnell. Sexy. Dankeschön. Danke, Klaus. Vielen lieben Dank. Der macht 25 die Minute. Genau, richtig. Das war auch korrekt so. Ab und zu darf das auch noch sein. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. So, lass die Küt mal weg. Brauche aber eh gerade nicht. Kann nämlich schön hier rein. Und einfach mal hier schön gelagert werden. Susanne mit Meister noch angestellt haben. Ah. Ja gut, wenn die zwei irgendwas noch gemacht haben. Oha. Oha. So, du brauchst 25 die Minute. In der Theorie, auf Nähe jetzt, also der braucht 25 die Minute. Der produziert 75, das Dreifache.
So gesehen könnten wir jetzt noch 3 Kraftwerke hinstellen, die wir dann damit versorgen. Ja, nein. Jesse, nein. Mal ehrlich, das glaubt euch eh keiner. Ich spawn auch 10 Rotoren. Immer artig, ist klar. Ah, guck mal. Was kann man noch bauen? Aber eben 10 Rotoren. Prinzipiell 20, weil ich könnte ja noch 2 theoretisch hinstellen. Theoretisch. Immer artig. Gerade Jesse, ne? Gerade Jesse. Unfassbar. Lady Jesse. Was kann die Maschine denn da? Deine Maschine da? Welche denn? Mit dem B davor, meinst du, Lennox? Mit dem B. Ein Bengel. Nee, haut ja auch nicht hin. So. Wunderschöne, wunderschöne. Guten Abend, Wärter Alexa. Hallo, ein Harrison Abendchat und hüpfe auch gleich weiter. Alles klar, hüpfen Sie weiter. Verhüpfen Sie sich nicht und bestellen Sie schöne Grüße auf. Alles gut. Was wollte ich? Rotoren. Rotoren. Ich komme gleich nochmal rein. SFX was. Alles klar, guten Hunger. Bring was mit, bitte. Am besten Nachtisch. Irgendwas Leckeres. Was wollte ich bauen? Toren. Wo sind sie? Wo gehst du hier nicht ein? Oh, Tor. Da. So, nochmal 10 Stück. Reicht nicht. Nochmal 5. Was mache ich hier, ey? Ist wohl weg. Was? Was ist jetzt los? Screws. Unfassbar. Jetzt habe ich Schrauben gemacht. Eiskübel? Nein. Was? Schon mal ein Eiskübel. Ja, ein Kübel Eis. Ah, so. Ja. Sexy. Hier ist auch Bock drauf. Ich brauche für 5 noch 250 Stück. Es ist jetzt einfacher, als wenn ich nach hinten laufe und mir da die Schrauben hole. Ich habe auch schon mal geguckt, ob es hier irgendwo Erze gibt. Ja, hier gibt es Eisen tatsächlich in der Nähe. Da war ich auch schon gucken, wo das ist. Aber ist halt relativ in der Nähe. Eine wunderschöne... Meine Ohren haben geklingelt. Jesse, du alte Petze. Hallöchen, Susanne. Alles gut? Wie geht's dir? Ist gerade im DCR, denke ich mir. 20. Perfekt, perfekt. So. Also, wir könnten jetzt in der Theorie. Also, noch einmal. Wertes Herr Gerenz, Sie dürfen doch die Meisterin nicht verärgern. Ja. Oh, aua. Das ist, Schmerzen direkt. Es ist gelogen, Susanne. Es ist gelogen, Jesse. Ihr seid keine Engel. Doch seid ihr. Ein Liter behälter Eis ist für dich ein Kübel. Das ist für mich eine halbe Stunde. Boah, stehen geblieben. Genau, also nochmal ein bisschen Erklärung. Ja, ich weiß. Hat er ja gerade. Ich habe Schmerzen. Guck mal, der ist auf jeden Fall mehr wie voll, das packt er auf jeden Fall. Der verbraucht 25 die Minute, auf dem Band sind gerade 75 die Minute. Das Band schafft 120 die Minute. Erstmal bekommst du nichts ab, großer Bruder, das ist schade. Ja gut, ist auch richtig, Susanne. Ist auch richtig. Aber da ich ja nicht sündige... Kaffee. Oh.
ganz vergessen. Wow, stehen geblieben. Genau. Also 75 auf sind am Band. Das Ding schafft 25. Wir können noch jede Menge machen. So ein Teil hier. Also das Ding hier, der braucht 300 oder macht 300 die Minute. Der braucht 50, das reicht dicke. Da könnte ich nur 6 Stück von anschließen an den einen hier. Theoretisch. Also insgesamt 6 Stück. Hier ist ein Mais und 2 Mais da drinnen. Oh, hi. Ja, gut. Vanille, Vanille, Pistazie und Nougat. Vanille, Pistazie und Nougat. Ja, da sehe ich mich ja selber lachen. Ein fröhliches Kärtchen. Oh, stehen geblieben. Genau, ich wollte hier noch einbauen. So. Was fehlt? Kabel. Kabel. Schon noch was Kabel. Da müssen wir noch ein bisschen Kabel bauen. Ich habe ja genug. Ah. Ich habe ja alles dabei. Kabel. Kabel. Ich kann auch 1570 Kabel machen. Aber so viel Kabel brauche ich nicht. Bei ist der. Display, du musst das jetzt auch so machen, ne? Ja, bewusst, ne? So. So. Dann brauchen wir hier erstmal eine vernünftige Bahn, würde ich fast sagen. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob das geht. Ich hoffe es. Ja, Logistik. Jetzt brauchen wir einen Zeppeliter. Was fehlt mir? Iron Plates. Habe ich keine. Ich kann auch irgendwo sneaken. Wo war das? Sneaken. Hier. Das sieht aus. Ich kann auch sliden. Wow. Ich habe gar keine Eisenplatten dabei. Wieso habe ich keine Eisenplatten? Ich habe alles mitgenommen, nur keine Eisenplatten. Verdammt. Liebe Jessica, das ist gut mit dem Meister. Nice. Nervt das Lucien so sehr? Das ist jetzt aber schade. Und wo war denn das Eisen da hinten? Kann ich einen Miner bauen? Wo ist er? Ich habe Eisenplatten zu. Oh Gott, das Mann. Habe ich Roheisen in der Tasche? Weiß ich. Nee, ist Katerium. Irgendwo habe ich hier noch eine Schnecke gesehen, irgendwo mal. War das noch? Also nicht da hinten, da die rechts ist noch eine gelbe. Das ist wie ein Totenkopf, so. Hier, wie heißt er? Iggy. Boogie Woogie hier aus Nightmare Before Christmas. Boogie Woogie, so ein bisschen. Sicher. Mark. Ja, er mag es voll, wenn wir ihn so nennen. Deswegen hat er mich auch gefragt, was er geben kann, damit ich dir sage, dass er aufhört. Dass du aufhören sollst. Meister. Ich find's gut. Igor ist stets zur Stelle, Meister. Was kann ich für Sie tun, Meister? Bitte. Ihr Wunsch ist mir Befehl. Ui.
Du bist hart zu kämpfen mit dem neuen Pillagern. Ich fand die geil. Die hauen endlich mal drauf. Ich hab tatsächlich Schaden gekriegt. Unfassbar. Ich fand's gut. Ich fand's echt gut. Ja gut, Sky hat auch ein bisschen was Schaden abbekommen. Ja gut. Schwierig. Ganz, ganz schwierig. Aber naja. Hätten wir schon mal. Hast du echt cool gemacht. Hast du echt cool gemacht, du Display. Endlich mal Gegner. Also so eine ganze Riesenarmee hätte ich jetzt allerdings auch, glaube ich, auch Probleme mit. Dann hatten wir ja hier bei dem einen Event hier, wo wir Sky und Niki retten sollten. Wo sie sich aber selber gerettet haben. Weil ihr das ja zu lang gedauert hat. Aha. Wir porten uns nicht. Ui. Ja. Und da bin ich dann auch mal drauf gegangen. Aber die hatten ja auch Ballisten und sowas, ne? Die machen auch echt ordentlich Schaden. So. Cool. Ich freue mich echt. Ihr macht das so cool, ne? Nochmal echt ein Riesendank, Riesenlob an Jesse, Susanne, Grenz und wer da nicht noch alles mithilft. Mega geil. Ja. Echt mega geil. Ich würde ja auch mal wieder gern mithelfen. Aber ich darf ja die. Bin ich ja gespoilert. Spoiler mich ja selber. Der ist auch gleich fertig, der Container. Kann man hier die Maschinen eigentlich auch mal entweder umkonfigurieren oder mal abschalten, obwohl wenn die nicht laufen, laufen sie nicht. So, soll man nicht schon mal Sulfur und Kohle mal zusammenbasteln? Damit das diese Spitze. Ach, da steht ja auch noch hier die Karren. Gut, gut geparkt. Wo will er sonst hin, ne? Geht nichts. Nee. Hätte ich mir doch bestimmt was abzwacken. Weil der hat hier MK2-Bänder. Das sind MK2-Miner. Ja, mach doch. Display, ich kenne auch ein paar Commands, die ich da einsetzen kann, ne? Also. Mach kein Blödsinn, ey. Mach dich selber nicht unglücklich, mein Freund. Ich weiß gar nicht, wie viel er läuft. Ich glaube, wir laufen auch 120. So, in der Theorie könnte ich hier was abzwacken. Mal ich hier, glaube ich, von. Ja, klar, ich lasse hier auch von der Seite auch noch was. Oh, das läuft hier sogar sehr langsam. Ist auch ein MK1-Band. Was ist das, ein MK1-Band? Wieso bist du ein MK1-Band? Wieso bist du ein MK1-Band? Wieso bist du ein MK1-Band? Unfassbar. Unfassbar. So. Oh. Bist du weg? Hi, und wieder weg. Spaß, schlaf mal gut. Du auch, lieber. Viel Spaß, schöne Grüße. Und alles. Und wieder hallo bei Lima. So schaut das aus, so schaut das aus. Sekunden.
Was schauen? Soll wieder weich? Ja, cool. Da di da, da di da di da. So. Könnten wir uns hier eigentlich was abzwacken? Weil der bedient 1, 2. Rein, ne? Okay. Oh, der verbraucht 15 die Minute. Ich habe 3, glaube ich, theoretisch sogar zu viel, wenn man die auf 120 laufen lässt. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stück hier. Weiß ich nicht. Ich werde mir irgendwas abzwacken. Der bedient den. Geht nur hier mit rein. Oh, kann ich mal abzwacken. Machen wir da noch Kohle hier in der Ecke? Die wir noch nicht haben. Haben wir schon. Haben wir schon. Die haben wir schon alle. Verdammt! Ist das da unten eigentlich angeschlossen? Doch klar, das sind doch hier die zwei Linien, die von da kommen. Das Sulfur. Kann ich das nicht mergen? Nee, das muss ja voll in einen reingehen, ne? Also wenn ich das einmal splitte und dann wieder zusammenballer mit dem Merger. Aber ich glaube, das geht gar nicht so. Jetzt bin ich vorbei. Oder sprint da rum, ich weiß nicht. Sieht aus wie ein Fehler. Ist ein Fehler. Na? Hallöchen, werte Lieblingsschweizerin. Wir müssen quatschen, ich weiß. Wir müssen definitiv talken. Ne, wir erst ab klatschen, ne? Wir müssen klatschen. Schön, alles gut. Alter, wir müssen. Ich bin nicht alt. So, ich bin alt. Danke an Klaus, falls er noch da ist. Voll erschreckt, als die E-Mail kam. Bin dann wieder weg bei Steaks und Wein. Ich wünsche viel Spaß. Mit Neuigkeiten. Wir müssen sehr viel klatschen. Sehr cool. Dann lass uns klatschen. Demnächst. Mal gucken, wann. So. Ich merge mir hier was raus. Ich ziehe mir hier vorne was raus. So. Das ist der Sulfur. Das ist Sulfur, ne? Genau. Das schauen wir mal. Habe ich hier irgendwo noch... Was gibt es hier eigentlich? Außer nichts. Oder Tratschen. Ja. Mittlerweile die Flugdingers. Ich habe ewig nicht mehr gespielt. Ach so, bestimmt. Ach so, du meinst die Drohnen, ne? Doch, die gibt's hier. Schon lang.
Seit 6 oder 7? Weiß ich gar nicht. Wir klatschen lieber. Richtig. Wir klatschen. Zur Not gibt's eine Klatsche. Das finde ich das Coole an zum Beispiel Gin. Das finde ich richtig cool. Wir haben uns auch schon gegenseitig übelst angeklatscht, aber danach haben wir wieder geklatscht. Ja. Trotzdem ist sie immer noch meine Lieblingsschweizerin. So. So die einzige, die ich kenne, glaube ich. Unsicher. Weiß ich nicht. Nonstop ist ein R, ne? Ja. Klingt so falsch auf so viele Alten. Das ist richtig und das war auch genau so gedacht. Du hast weggehört, Abby. Ich brauche ein. Es ist jetzt mal schön, was ganz anderes, was ich eigentlich machen wollte. Ist voll geil. Ein Splitter. Aber nicht hier hin. Oder doch? Nein, setz ich hier hin. Den setze ich eben hier hin. Da brauche ich noch einen Splitter. Den setze ich mal. Hier setzen. Wir sitzen hier hin. Dahin. Dann bin ich sofort wieder bei euch. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Hallöchen, Popöchen. Warte, sehr Moment, der nächste Reason ist gleich für Sie verfügbar. So schaut das aus. So schaut's aus. Da bin ich auch schon. Wo ich bauen? Sampler. Dahin. Da rein. Da rein. Du machst mir jetzt den. Das geht dann. Erstmal in einen Container.
Und dann geht das Ganze an den Strom. So, du machst 25 die Minute. Kohle fehlt noch. Weil der nicht drin ist. Verdammt. Weil er falsch drauf sitzt. Das wird sein. Hm. Oh. Drei. Oh, ich stehe im Weg. Na nö, da habe ich noch falsch drauf gesetzt. Das ist ja unfassbar. Ein Stream fehlt ein Fehler. Ja, gleich. Erst Fehler reparieren. Erst einmal Fehler reparieren. Jetzt. Dankeschön, geht doch. Unfassbar. So, hoffentlich macht er genug. 5 Kohle braucht er die Minute. Macht mir das da raus. So, da können wir jetzt mal. Wie viel hat er denn an Ladung? Jetzt 200% machen. Nein, das ist zu wenig. Kommt zu wenig Kohle nach. Obwohl, der geht. Doch, passt. Passt. Gut, jetzt macht er mir 50 Kohlen die Minute. Das ist sehr gut. Und die können wir dann nachher da wieder einspeisen. Hoffe ich. Hoffe ich. Achso, der Pixelfehler. Hallo. Ist er wieder. So. Gucken, ob das dann noch hinhaut mit diesen Kohlen da. Ich weiß nämlich nicht, ob der das. Ah, doch, sieht eigentlich gut aus. Das deckt sich wieder. Ah, sieht gut aus. Geht doch. Sag ich doch. Ah, schon wieder Neues. Unfassbar. Ich bin sofort bei euch, Zwei Sekunden. Genau, das steckt sich wieder hier in der Kurve, das ist gut. Das heißt, das läuft eigentlich auch optimal. Der läuft sowieso optimal. Das steckt sich auch weiter. Perfekt. Der macht mir jetzt ordentlich Köhle. So, ist schon fast wieder voll hier mit 100. Perfekt. Zurück zur Farbpistole. Du kannst über das Baumenü customizen. Sagen wir mal das hier. Dann könnte ich jetzt überall, wo ich jetzt drauf zeige, direkt das so umbasteln. Hier zum Beispiel mal voll eklig die Dinger. Oder das da. Die Farbpistole selber, die gibt es auch noch. Das ist richtig. Ja, hier, das hier zum Beispiel für Quarz. Hier, das ist die Quarzleitung. Da wird viel gequarzt. Oder. Deswegen war ich eigentlich hier. Wegen Eisenplatten, ne? Mach's bunt. Ja, kommt doch. Kommt noch. In Farbe und mit bunt. So, jetzt hätten wir das nämlich. Das ist echt gut. Ja, das geht sogar recht zügig. Ich hätte schon direkt einen Doppelstecker hinsetzen. Ich pass euch. Schön, dass ihr da wart. Schöne Grüße zu Hause. Gute Nacht. Später. Schlaft schön. So. Ich hätte direkt einen. Warte mal, ich mache hier einen.
öffnen. Zünderwasser 3. So. Genau. Lassen wir jetzt einfach mal laufen. Einfach mal laufen lassen. So, ich wollte Eisenplatten holen. Wofür? Schwere modulare Rahmen. Schwere modulare Rahmen. Hm? Halt. Kann ich schon mal mehr machen? Schwarz. Ich kann die fetten Bomben jetzt bauen. Pulsnobelisk. Fehlen mir die roten. Muss ich erst noch bauen. Da fehlt mir nur noch die lilane, dann passt es echt gut. Die habe ich aber noch nicht gefunden. Sulfur. Ah, zum Beispiel, da brauche ich hier so ein Ding hier, so ein Hard Drive. Allerdings kann man Hard Drive hier auch testen lassen. Ah, ist auch immer so schwierig. Da kriegt man aber meistens dann je nachdem Blödsinn raus. Also, ist Blödsinn. Alternative Rezepte, die weiß ich nicht, ob sie so sinnvoll sind. Sind dann eher teurer. Weiß ich ja nicht. Mit Zählen muss ich auch noch jede Menge machen. Aber dafür muss ich noch jede Menge Pilze vernichten. Nehmen, wieder Medis nehmen. Bis gleich. Viel Spaß. Hände waschen. Bis gleich. Ethereum, auch wichtig. Jetzt könnte ich zum Beispiel das machen für den Highspeed-Connector. Ich habe das Zeug nur gerade nicht im Inventar. Dadurch bekomme ich... Was ist das? Was ist das? Priority Power Switch. Oh, cool. Ah, genau, richtig. Eine Knarre. Dafür brauche ich aber das hier. Was auch immer das war. Smokeless Powder. Das muss ich in einem ganz komischen... Das muss ich... Weiß gar nicht, wo ich das mache. Ach, da muss ich... Ah, okay. Kann ich in einem Assembler machen mit Schwerölkanistern. Genau. Dann kriege ich das raus. Und dann ist es auch gut. Kompliziert. Wichtig ist eigentlich nur, glaube ich mir auch mal, die möchte ich wieder zurückgeben, geht nicht. Schade, Schokolade. Nach einer Zeit, ja. Man lernt ja dazu. Ich gucke ja auch zwischendurch mal ein Tutorial-Video oder überhaupt mal ein Video. Und es ist tatsächlich sinnvoll, je nachdem, die Dinger sogar runterzuregeln, damit die vernünftiger laufen. Es läuft dann vielleicht langsam, aber es läuft vernünftiger. Aber der zum Beispiel ist jetzt voll mit den Steel Beams, weil hier ist voll und das geht nirgendwo hin. Ja? Den könnte ich jetzt in der Theorie ausschalten. Brauche ich nicht. Den lasse ich aber noch laufen, damit der voll ist. So, der macht mir die, der kann auch laufen. Ja, der braucht ewig, bis er mal hoch ist. Das heißt, ich könnte ihn in der Theorie runterregeln. Weil, guck mal hier, Gottes Willen, was braucht der lang? Allerdings splitte ich die Sachen hier auch. Wo das hergestellt wird, aber das kann halt nebenbei laufen. Das ist nicht so tragisch. Der macht 30 die Minute. Da. Hier kommen dann nur noch 15 an, links, rechts. La. Und der braucht 40. Also viel zu wenig alles. Deswegen bei mir alles bunt, wenn das. Ja. Durchblick ist eigentlich nur, wo habe ich mein Zeug hingestellt. Das ist so das Einzige. Das muss ich noch alles tatsächlich noch einmal komplett umbauen. Dann, weiß ich nicht, hier Eisensorten, Kupfer, Sulfur und so ganze Krimskrams. Regenbogen, so in etwa. Cool. Fluid Buffer. Brauche ich noch nicht. Kann ich nicht bauen? Schwere modulare Rahmen fehlen aber noch.
Die waren da oben. In dem einsamen Container hier. Schwerer modularer Rahmen. Wie baue ich dich? RW Modular Frame. Brauche ich da? Schrauben. Hundert Schrauben brauchst du für einen? Alter, bist du teuer. Muss die Schraubenproduktion wieder anscheißen. Okay, dieser komische Auto wird noch eben... ich nicht welche. Ich soll kaufen. Parts. Kann ich euch nicht kaufen? Schwere Modularrahmen. 50 Stück kriege ich. Wo ist meine Kiste? Nein, falsche Kiste. Welche Kiste? Ich habe keinen Platz. Weg. 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 Zug? Später, den habe ich noch nicht frei. Hallöchen Kleinchen, willkommen zurück. Zug habe ich noch nicht freigeschaltet. Den muss ich erst noch freischalten. Ja, ja, gib mal her. Ich habe keinen Platz. Was schmeiß ich weg? Was ist das? Ethereum. Brauche ich nicht, habe ich. So, jetzt brauche ich mir das Auto. Sieh mal, wer da das Game gesuchtet hat. Hm? Guten Tag, Sir. Ne? Ich hab kein Zeug. Tuff, 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 die Eisenbahn. Ja. Hab ich hier was? Nein. Hab ich hier was? Ja, hätte ich. Kommen die erstmal wieder weg und das mal wieder zurück. Hallo? Loslassen. Seht ihr mein Auto? Da. Bahnhöfe benennen dann. Ist richtig. Wie wär's, wenn ich den erstmal hier betanke? Upp. Was war's denn jetzt? Vielen Dank. Abbrechen. Ich muss nur da hinten aufpassen. Oh, ich muss mir da hinten, glaube ich, noch ein bisschen die Fahrbahn verbreitern. Ja, sollte ich vielleicht machen. So ein bisschen. So ein bisschen. Muss reichen. Muss reichen. Hoffe ich. Ja, fährt sich auch genauso. Oh, ist cool. Erstmal mit Ziel fahren.
Geil, geht. So, ein bisschen schneller. Ich find's cool. Sieht der Spuren? Ja, natürlich. Dreckspuren. Der steht in der Industrie, das muss alles dreckig sein, Kleidchen. Kann der springen? Gucken. Paff! So, sind da. Ah, das wollte ich nicht. Wollte ich eigentlich machen? Ich wollte sowas hier noch bauen, ne? Was wollte ich hier eigentlich? Habe ich schon. Diese fetten Heinis, die brauchen 5 Bomben, also diese Ballons. Habe ich schon ausprobiert. Aber was ich prinzipiell gern hätte, wäre für die hier die Explosionspfeile. Die hätte ich gern. Und das sieht ein bisschen aus wie gewollt und nicht gekonnt. Das ist so ein bisschen schwierig. Machen wir nochmal weg. 6. Gerade bitte. Ja. Nee. Ist hier, ne? Das heißt, nochmal kurz weg. Beeilen. So sieht doch schöner aus. Das ist doch viel schöner. Ja, so können wir machen. Kaffeetasse? Natürlich. Wupp, wupp, krasser Shader, das sieht ja gar nicht nach Minecraft aus. Aber es ist Minecraft in der Extended Edition. So sieht Minecraft 2.0 aus. Mahlzeit-Talk. Wupp, wupp. Und da ist er wieder zu sehen. Der gute Kollege. Alles gut. Und hallöchen, hallo, hallo. Grüß dich. Hab ich einen, was ist denn, 9? Ein Splitter. Sehr sexy. Wieso stehst du so schief? Weil dieses blöde Ding ja so schief ist. Auch hässlich. Machen wir auch nochmal neu. Oh, der ist da rein, Jungs. Ups. Nur noch abbauen. Da hinten rein, Jungs. Ja, sehe mich auch gerne. Man fühlt sich schrecklich mehr alleine, wenn man... Man ja
Ja, hier. Doc, ja, ich weiß nicht, das habe ich ja gestern geschrieben. Gute Doc ist irgendwie auf der Ausblendenliste gelandet. Frag mich nicht, wie das passiert ist. Ich habe keine Ahnung. Und wie es aussieht, hat Kollege Nightbot kein Bock und Bot-Mod-Nienchen ist gerade eh nicht da. Aha. So. Jetzt. In da rein. In da rein. In der Theorie sollte das gehen. Tut's aber nicht. Weil der hier nicht richtig drin ist. Warum auch immer. Jetzt aber. Jetzt ist er richtig drin. Jawohl. Was für Zufall, ich hörte Nienchen unauffällig pfeifen. Ja, so in etwa. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich dachte tatsächlich erst, weil das hatte ich schon mal, dass man das dann nicht sieht, tatsächlich, aber dann im Nachhinein konnte man das sehen. Kriegen wir Liebe für den Doc, weil wir ihn sehen können. Was gelernt. Nur 5+1. Sehr gut. Ich gebe Doc, falls er so mag, von einem bekannten Bonner Hersteller. Ledermaus. Ja, nein, vielleicht. So, der lädt jetzt schön. Guck mal hier, das geht gut. Der lädt auch schön, das geht auch gut. Du bist eh voll. Das geht auch gut. Stört schon. So. Nö. Hätten Sie denn gerne vom bekannten Bonner Hersteller? Ein Frosch? Nee, esse ich selber gern. Nein. Frosch nimmst du? Okay. Frosch sollst du bekommen. In 3 Monaten. Kriegst du einen Frosch. was wollte ich? Ein Rohr setzen. Ich wollte ein Rohr verlegen. Das hört sich auf viele Arten so falsch an. Aber dafür brauche ich die 7. Dann gehen wir hin. Hier hin? Oder gehen wir hier hin? Hier, ne? Dennoch gesagt, so öffentlich, alter Schwede. Ein halbes, okay? Nietzschen, Teufelchen, was ist denn da los? Das wollen wir nicht. Wir ziehen den erstmal bis nach hier. Ne, den setzen wir woanders hin. Wir setzen den hier hin. Hm. Genau da. Gehen wir mal bis da. Und dann nach da. Und da. Ist das hier ungefähr die Mitte? Ja, ne?
So, jetzt kann das mal langsam volllaufen. Sehr schön, der ist schon voll. Der ist auch schon voll. Alles voll. Leute sind alle voll hier. War so einsam, mimimi. Halbes Rohr? Was? Rohr verlegen. Das ist ein halbes Herz. Halbes Rohr. Was? Suppe? Suppe ist lecker. Bitte, bitte. Ich mag Suppe echt gern. Also ordentlich Schuss Maggi noch dabei, dann bin ich definitiv ein Suppenesser. Also so eine halbe Kanne. Vorzugsweise. Also noch gibt es keine Physik, deswegen machen wir das mal so. Was für eine Maschine baust du denn da? Die sieht übel aus. Das ist ein Kohlegenerator. Das Ding erzeugt Strom. Das Ding soll Strom erzeugen. Selbstgemachte Hühnersuppe mit viel Nudeln drin. Waldtochter wollte Nudeln drin. Ja. Wunderschönen guten Abend, Monsieur Feto. Feto, alles gut? Moin Feto. Wie schaut das aus bei dir? Wie schaut das aus? So, das können wir jetzt in der Theorie klemmenderweise anklemmen. Und zwar, wo klemmen wir das denn an? So, dass das auch gut aussieht. Dann am besten vielleicht nicht hier. Wir machen mal da einen hin. Da ist jetzt schon Ströme drauf. Dann gut. Ergibt Sinn. Die laufen. Jetzt produzieren die Strom. Oh, wir haben 1200 Megawatt. Sehr gut. Wir kriegen immer mehr Strom. Das ist geil. Und ich falle immer mehr ins Wasser. So, jetzt kann ich den Kabel hier einmal entfernen. Und dafür den damit anschließen. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Der macht 120 die Minute. Die Dinger verbrauchen 45 die Minute. Geht aber. Das Ding schafft 300 und der macht 100. Das geht gut, das läuft, das läuft, das läuft. Das kann man genauso lassen. Und der baut 75 Megawatt auf. Nicht viel, aber wir haben jetzt aber 1200. Wo hat er Strom? Oh, kein Waffeleisen. Was für eine Verschwendung. Guten Abend, Ernie. Wo hat er sich reingeschlichen? Da ist er. Ein Leo-Raid. Hallöchen. Vielen lieben Dank für den Raid. Hallöchen, Ernie. Dankeschön, Leo Terra. Danke, Leo. Ich kann es mitgekriegt. Ist gut und ich komme voran. So muss das sein. So eine Art deutsche Rahmen dann. Ja. So eine Hühnersuppe ist schon geil. Ich letztens auch. Mega, mega lecker. Wie gesagt, ordentlicher Schuss Maggi, dann läuft das alles. So, jetzt haben wir erstmal wieder genug Strom für die nächsten Tage. Das werde ich tue über 1000 verbrallern, ne? Ich habe kaum noch, ich brauche noch viel mehr. Und kein Toaster. Nee, das nicht, aber tatsächlich andere schöne Dinge. Andere schöne Dinge. Ja, das wäre doch toll. So, achso, genau, richtig. Davon kann ich mir mal einen mitnehmen. Mich raus hier. Dann kann ich... Das wollte ich nicht. Ich wollte an dein Inventar da hinten. Danke. Da, 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 da. Zug hat auch keinen. Ja, habe ich noch nicht freigeschaltet, Mensch.
muss den auch freischalten. Tausche mal. Den raus. Den. Rein. Gut. Perfekt. Gute Nacht, Kleinchen. Schön, dass du nochmal da warst. Ganz, ganz schnell gute Genesung. Ne? Beanstreng deinen Arm nicht. Ich kenne das, das tut weh. Das muss es jetzt sein. Nope. So, wir könnten in der Theorie nochmal so ein Dreiergespann bauen, weil ich habe da hinten auch nochmal so ein Ölteil. Das ist hier, der läuft schön durch. Ah, wunderbar, guck mal, der stackt richtig, der läuft echt gut durch. Hier das Plastik, das wird auch immer mehr, schön langsam, peu à peu. Was ist das Ziel von dem Geklumpe da? Diese Welt hier, diese eigentlich wunderschöne Welt. Komplett leer zu saugen. Damit der Kollege da hier drauf fallen kann und er das dann nochmal alles kaputt macht. Weil hier muss alles weg. Ich brauche alles. Ich muss diesen Planeten komplett seine Ressourcen berauben. Die Fauna wird komplett abgeholzt. Ne, die Fauna wird nicht abgeholzt. Die wird umgemäht. Zu weit. Ich habe leider keine Bomben, sonst hätte ich ihn gebombt. Alles passiert davon alleine. Zack, durchgespielt. Ja, so in etwa. Deswegen sind wir ja hier. Mit Kaffee. Ganz wichtig. CC. Oha. Die zwei da schon wieder. Boah, so. Also, prinzipiell habe ich jetzt erstmal, oder haben wir jetzt erstmal hier wieder ein bisschen mehr Saft rangeholt. Ich muss nochmal gucken. Den Quatsch kann ich auch hier machen. So, ich muss auch das Zeug hier haben, um Produktion. Achso, das wird ja gerade gemacht. Rubber. Genau, da könnte ich jetzt dasselbe nochmal machen und dann nochmal drei Kraftwerke hinstellen. Du, keine Zeit zu klatschen hast. Kannst du mich auch nachträglich informieren? Was hältst du davon? So. Und das werde ich dann noch einen vierten anklemmen. Geht das? MK2-Band. Ich glaube, das hatte genau gepasst, ne? Genau, der macht 75 die Minute und läuft durch. Genau, der läuft durch. Okay. Halt ich offensichtlich nichts von. Denke ich mir. So. Also 3 geht damit ganz gut. Aber ich müsste das viel verschnellern. Der macht 25. Der frisst 25. Dafür. Er hat nichts. Deshalb meine Frage ganz. Wie das aussieht, geht der Meister gleich schon. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann sage ich schon mal an diejenigen, die gleich wechseln werden. Schön, dass er da war. Oh, ist gleich wieder schön einsam hier.
So, dann können wir das hier nämlich auch noch anklemmen. Jetzt haben wir auch genug Strom hierfür. Jetzt will ich das komische Gerümpel hier mal wegmachen. Ah, jetzt haben wir endlich Platz. Das ist unfassbar. Dankeschön, Lennox. Danke, danke. Ganz lieb. Wie gesagt, ich weiß, es ist kein Minecraft, aber es gibt tatsächlich auch andere Spiele als Minecraft. Und ganz ehrlich, das Spiel macht echt Bock. Ihr müsst das echt mal probieren, das ist echt cool. 5. Jetzt kann ich auch mal die Foundations mal vernünftig ziehen. Liegt das Ding ja nicht mal so in der Luft. So. Also, du machst mir Rubber. Habe ich schon eingestellt. Perfekt. Du brauchst jetzt nur noch Strom. Habe ich noch nicht eingestellt. Und zwar genau dahin. Mach ich. Und das ist auch ein schönes Spiel. Richtig. Ist auch ein schönes Spiel. Selbst zum Erkunden, wenn du hier das nur zum Erkunden willst oder so, ne? Ich meine, du musst, um weiterzukommen, musst du halt mal hier und da mal ein Bäumchen fällen. Weil du am Anfang Energie brauchst. Dafür musst du erstmal Holz und so ganze Krimskrams wegbauen. Nervt eh. Ja, aber Vogel! Egal. So, Leute, wir werden aber trotz allem jetzt mal ein kleines Päuschen machen. Weil mein Kaffee ist total leer, dass der leer ist. Ja. Ne? Komischer Vogel, ja. Ist richtig. Oh, das ist ein Hund. Doggo. Ich habe nichts dabei, um den zu zähmen. Das ist jetzt aber belastend. Hat das so eine komische. Da gibt es bestimmt eine Schnecke. Hm, naja, da oben bestimmt auch. So, Leute, wir machen kurz Pause. Vögeln soll mal dreimal täglich, Doc. Wasser geben. Okay, ist auch richtig. Bis gleich. Das ist verkehrt rum. Das ist verkehrt rum. Hallo, hallo. Das ist doof. Cool. Oh nö. Jetzt habe ich mein Gypsy hier. Ach du Heiliger. Ein Gnusetzling. Ja, das war ein Gnusetzling, richtig. Was ist jetzt schon wieder? Was habe ich gesagt? Ein Gnusetzling. Das ist diesmal Doc schuld. Ich bin raus. Ich habe nur vorgelesen. Doc ist schuld. Scheiße, das war das. Lippen, wir haben sie geknackt. Ja. Ich kann nicht mehr. Und was sehen Sie? Blaue Augen. Gucken Sie tiefer. Jetzt sag nicht einen Hohlraum, dann knallt's. Entschuldigung. Rofi! Hallo! Rofi! Hab dich lieb! Streichel mich! Grau mich, hab mich lieb. Ganz. Werte Jessie, Sie können ruhig zu mir auf die Burg ziehen, das wäre auch kein Problem. Ach so, oh, okay. Ja. Nee, ich habe doch hier ein, zwei, drei Häuser. Sag ich dem König! Ich glaube, es hat! Ich würde es eher der Königstochter sagen. Lass das bitte? Mädchen gehen! Was denn? Jetzt. Schmeckt's? Schmeckt's dir? Was isst du denn Leckeres? Mhm.
Was? Franz Brötchen wieder. Nüffe. Nüffe? Nüffe. Nüffe. Ist das so was wie eine TÜV, nur in... In hart. Ich hab Nüffe. Ich hab Nüffe. Ach, Nüff? Okay, keiner will pennen, habt ihr Pech. Ups. Geh mal beiseite. Was du mit der Katze? Warum machst du das? Warum machst du die Katze kaputt? Das ist ja unglaublich. Das habt ihr alle gesehen, ne? Ich bin immer noch am Zittern die ganze Zeit. Ich bin aber nicht aufgepasst auf meinen arme Connor. Das ganze Leine jetzt 10.000 Kilometer weit weg. Hello, Marlon. Sehe ich Marlon Brando. Wer ist er denn? Was, hast du das gesehen, Brophy? Was, die hat mich auch noch erwischt, die Hast du dich mit Sven abgesprochen? Was war das Weibsen? Du verdammter, ich wusste es, ey. Ich glaube, es sagt, ey. Boah, Halleluja. Brrr. Oh, ihr glaubt gar nicht, was mir die Hand wehtut. Oh, leck mich am Arsch. Sorry, Leute. Oh, wie geil. Ja, was ist das für ein Fame? Oh, ich bin Fame, Leute. Ich bin Fame. Ich bin Fame. Hilfe. So ein Kack. Scheiße, Entschuldigung. Was hast du gemacht? Ich hab Scheiße gemacht. Geil. Ich bin ja manchmal so dumm, ey. Oh, sie haut direkt ab, der kann sich das Bild mit angucken. Ist das hart. Hab ich hier gemacht. Ich kann nicht mehr. Ich werd bekloppt. Ich hätte die ganze Mist auf einstellen sollen, ich Horst. Ja, sag ich doch. Außer meiner ist Philipp und Erno, dann ist es normal, nicht zu schlafen. Oh Gott, ich bin erschrocken. Leck mich ab. Hat man minimal gehört. Oh, du Heiliger, bin ich nicht erschrocken. Was war denn da los? Ich bin so gerade am Konzentrieren, da ein paar Creeper in ein paar Blöcken Inferno wegzuschießen. Auf einmal drehe ich mich um. Bumm. Wo steht da ein Creeper? Leck mich doch, ey. Mama mia. Aber, da kannst du ja Lucien, ja, da kannst du Lucien nicht mit aufwarten, mit so einem Sixpack und sich das Mann, ja, das ist hier das gestellte Muskeln, ja. Ja, ich freue mich schon auf die Reaktion. Ja, ich mich auch, deswegen. Ich gebe nicht kampflos auf. Ich mach die Spritte. Hi. So, wieder. Oh, bei Bayern, all die gehen genau so scheiße aus. Nee, ich bin nicht gut zu Vögeln. Weiß ich nicht. Weiß ich beurteilen? Wie gefällt's? Da machst du so. Genau. So. Das produziert jetzt, hoffe ich. Was produzierst du? Noch gar nichts, weil... Weil... der schon voll ist. Crude Oil. Crude Oil. Achso, der braucht noch irgendwo, wo das raus soll. Genau, richtig. Seno-Sepper. Ich will schnell wieder neu machen. Warum geht das nicht? Ah.
Weiß ich was? Und das Zeug irgendwo hin muss. So. Jetzt bauen wir hier noch einmal eben eine Plattform hin. Mitten in den Berg. Halt ein. So, da kommt jetzt eine weitere Raffinerie hin. Genau. Zwar so. Schau mal so hin. Hier. Hier. Da. Da-da-da-di-da-di-da-da-di-da. Geht das überhaupt? Weiß ich gar nicht. 6. Geht. So, jetzt. Pumpt er auch. Er zutaubert für sein Geld. So, du machst mir Petroleum Coke. Achso, ist no power. Keine Agate da. Und schon haben wir kaum noch Strom. Genau, du das angehen. So, das Zeug, das packen wir jetzt auch einmal in den Container, den wir daneben hinstellen. Erstmal in die Organisation machen wir da eine Industrial hin. Ich würde sagen, wo packen wir dich hin? Dahin, oder? Ja. Einfach mal kackfrech dahin. Dann. Theoretisch ja. Das kommt dann da rein. So. Der baut mir jetzt die Kohle. Oh. Und die holen wir jetzt irgendwie hier hinten hin. So, ey, lass mich hier hin. 5. Hab ich noch genug? Ja, müsste reichen. Wenn es funktioniert, ist es kein Pushen. So. Dafür brauche ich wieder 30 Rotatoren. Die muss ich mir erstmal craften. Da brauche ich die noch hier neben. Ich könnte die auch hier neben bauen, ne? Berg sagt nein. Hör mal, ich habe so viele Sachen. Ich habe, du kannst ja so Conveyor Belts machen. Die Dinger. Hier so ein Lift, ne? Mach ich jetzt mal. Die kannst du tatsächlich durch den Berg jagen. Das ist total Banane. Hier ist das Mam. Da hinten ist meine Werkbank. Kann ich noch Rotoren bauen? Den Schrauben. Ich habe nur noch 191 von denen. Ich muss jetzt Schrauben holen. Ist nicht ein Alternativrezept für Schrauben? Doch, aber habe ich nicht da. Oder doch? Ja gut, ein paar Schrauben kriege ich noch aus. 10, ne? Nein. Okay. Oh, Rotoren. Bräuchte ich 2.
350 Stück für einen. Das ist 1 zu 1. Ich habe viel zu wenig. Nee, durch 4. Musst du gehen. Schauen wir mal. Warte. Ich bräuchte 30. Power. 10. Ich habe auch gar keine Kabel mehr. Kann ich mir noch machen. Von denen habe ich noch genug. Um Rotor zu bauen, brauche ich aber, glaube ich, auch von denen. 5. Wir gehen nochmal nach Hause. Das wird zu wenig. Oh. Komm, Fahrstunde mit Reason. Kurz nach Hause, dann packen wir uns mal da hinten das Inventar von dem Auto hier auch mal voll. Nein, mein Auto. Also ich kann doch hier stehen. Scheiße. Ich muss mal gucken, dass ich hier oben stehen kann. Dass ich mein Auto wieder kriege. Kacke. Was treibst du? Abstürzen. Kann ich das im Sprung holen? Ja, hab ich. Oh, ja. Sollte während der Fahrt nicht unbedingt in der Gegend rumgucken. Was ist das? Ich glaube, das sollte ein bisschen breiter werden, oder? Sollte ein wenig breiter werden. Schaffe ich das? La 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 la. Weiter geht's. Ups. Als wäre nie was gewesen. Ich glaube, ich muss die Straße tatsächlich mal einen Ticken breiter machen. Ich stehe demnächst auf Screen. Da da di da. Hätte nur knapp 100. Ist ja nicht viel. Und springt da. Wow. Was brauchte ich?
Also warte mal, ich pack dich erstmal voll mit dem Zeug. Und dann packe ich dich noch voll. Zeug. So, an Schrauben. Hatte ich unten noch welche, ne? Da. Glaube ich. Container. Mit. Brauche ich noch ein paar Eisenrotz. Jetzt kann ich die. Warte mal, Rotoren habe ich da hier. Brauche ich doch. Das waren die Stratoren, genau. Ah, jede Menge. Hast du Container voll? Das hat er schon gebaut. Ja, das habe ich schon versucht zu bauen, genau. Das ist meine Basis. Da hinten. Mini-Lex, ne? Also die erste Energieversorgung. Oder die erste große ist da hinten. Die hatte ich nochmal erst gebaut, dann habe ich die nochmal umgebaut nach einem Tutorial, weil ich mir dort mal ein Video angeguckt habe, wie Profis das machen. So habe ich die dann nachgebaut. Das sind jetzt 10 Kraftwerke. Ein Kraftwerk erzeugt 75 Megawatt an Strom. Also das sind schon mal allein 750 Megawatt. Ist nicht viel. Das Ding, das musst du so oder so bauen, sonst kannst du nicht weiter, sonst kommst du nicht weiter in den Tierstufen. Dieser ganze Rumsbums hier, ja, das habe ich jetzt zu viel. Weiß ich noch nicht. Hier hinten ist so die Hauptproduktion von Eisenmaterialien, Kupfermaterialien und. Das Ding hier ist sehr gut, das ist ein Schredder, der gibt dir Coupons und von den Coupons kannst du dir hier Sachen kaufen. Zum Beispiel das zum Beispiel, dann könnte ich das eine da freischalten. Die Kanonen, glaube ich, war das, ne? War das die Kanone? Sulfur war das, ne? Genau, dann könnte ich die Kanone freischalten. Da brauche ich 100 Motoren. Die sind da wieder ein Problem. Das Gummi ist kein Problem. Haben wir jetzt hier genug? Das läuft ja. Da könnte ich tatsächlich die Kanone freischalten. Oder hier die explosiven Dinger. Nämlich richtig geil. Ja, das ist allerdings kaum. Es war irgendwo eine kleine Logik hinter, wie ich das hier aufgebaut habe, aber meine Logik halt. Hier zum Beispiel kommt schon fertiges Kupfer an. Genau wie hier. Das wird dann umgebaut. Hier in den Produktionsstätten einmal. Was haben wir hier? Zu Kupferblech. Das hier sind Kupferspulen. Hier werden Kupferspulen dann zu Wire gemacht, was ich hier mitnehmen muss. Dankeschön. Dass ich sonst keine Stromkabel mehr ziehen kann. Dann hier ist dann Eisen. Das wird dann zu Rohren gemacht. Diese Röhre gehen dann hier rein, zusammen mit Schrauben. Werden mir hier die Rotoren gebaut, die ich zum Beispiel für die Kohlekraftwerke brauche. Und. Ist Kraut und Rüben hier. Ich weiß ungefähr, wo was ist. Also die Richtung. Da war es das aber auch schon. Und dann sieht das auch manchmal so aus. Vielleicht dann hier hinten mit Stahlrohren und Kupferdraht. Rotorenbau. Stadthornbau. Das ist ja. Klingt kompliziert, ist es auch. So, wo ist mein Auto? Ey Mann, wo ist mein Auto? Und der Dings, wo wir gerade eben vorbeigeflogen sind, da wurde Sulfur gemacht. Jetzt habe ich hier Silizium. Das ist für Fenster so ein Sheet, glaube ich. Ich glaube, der reicht für die zwei Container hier. Das reicht, glaube ich, für das ganze Spiel. Das ist unfassbar. Was war hier? Weiß ich nicht mehr. Warum hier der Beton?
Ach so, genau, richtig. Ich habe mir von da was geholt, was ich da reingelaufen lassen, damit ich mehr und schneller Coupons kriege. Weil egal, was du da reinschmeißt, je nach Wertigkeit von dem, was du in den Schredder schmeißt, umso mehr Punkte werden hier abgezogen. Hier zum Beispiel wird jetzt Beton reingeschmissen. Ist nicht viel. Wenn ich da jetzt, weiß ich nicht, einen Supercomputer reinschmeißen würde, wäre wahrscheinlich das Ding, hätte ich direkt einen Coupon. Angenommenerweise. Dann lasse ich aber schön nebenbei laufen, ist egal. Hier ist meine Betonabteilung. Kann ich auch nochmal mitnehmen, wieder was. Ja. Es wird hier in den drei Containern gelagert. Und die sind hochvoll. Ja. Sehr umfangreich. Das ist mega. So, du erreichst immer weitere Sachen über das Ding hier, über das Hub-Terminal. Zum Beispiel, ich bin jetzt hier bei Tier 5. Für die Gasmaske bräuchte ich die ganzen Sachen. Dies hier habe ich, glaube ich, noch gar nicht gebaut. Ich muss Pilze, Riesenpilze muss ich niedermähen, muss ich umnieten. Also hier absägen, damit ich an dieses Myzel komme, damit ich Fabric bauen kann. Also hier dieses komische Vlies hier. Damit ich mir eine Gasmaske bauen kann. Die Gasmaske, Gasfilter und noch einen Inventory-Slot bekomme. Für Tier 6. Da bin ich noch gar nicht, da habe ich noch gar nicht angefangen. Hier, Fuel Generator. Der ist als nächster dran. Weil da kann ich das, Fuel, was ich herstelle. Oh, geil, dann kann ich damit Strom erzeugen. Kann ich nämlich damit Strom erzeugen. Siehst du, das kommt dann nämlich als nächstes. Und Jetpack. Das könnte ich bauen. Motoren habe ich. Plastikzeug habe ich. Das habe ich. Die Dinge habe ich auch irgendwo. Habe ich 50 von dem Auto. Das ist mein Auto. Jetpack. Ey Mann, wo habe ich mein Auto geparkt? Warte, ich bin von da gekommen. Und den da kill ich auch noch irgendwann. Den hole ich noch vom Himmel, da diese riesen Mantarochen. Das ist mein Auto. Gib mir dein Fuel. Rein. Ich will einen Horst. So. So. Und so. Meine Güte. Sortieren. Ey, Mann. Wo ist mein Auto? Ja, genau. Halt die Presse, Marc. Was hast du gemacht? Ah, genau. 7. Richtig. Hey. Hallo. Geht doch. Das ist merkwürdig. Jetpack, Jetpack. Ich will Jetpack. Rubber? Was brauchte ich noch? Was brauchte ich noch? Was brauche ich noch? Tier 6 habe ich freigeschaltet. Jetpack. Plastik. Wo habe ich dich? Hier? Stich da? Nein. Wo habe ich meine Marken? Kann ich kaufen? Nächster Job. Kann ich kaufen, kann ich kaufen, kann ich kaufen. Plastik. Nehmen wir. Ich habe keinen Platz. Was schmeiß ich weg? Was da? Oh, kein Mensch. Ach schon, für Gasmasken. Ich brauche noch ein paar Motoren. Ich brauche noch ein paar Motoren. Wo habe ich die Motoren gebaut? Da. Hier. Wo sind die Motoren?
weg und weg. Ich brauche mal eben Jetpack. Ah, hier ist Monorail übrigens. Hier ist die Bahn. Kann ich doch schon. Das habe ich noch nicht freigeschaltet. Was ist das Ganze? Perfekt. Select Milestone. Weg, 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 weg. R&D inflated your pocket dimension and has provided a jetpack, which operates on oil-based fuel for increased navigational capabilities as well as odds of survival. Jetpack! Kann ich nicht bauen? Brauchen wir? Circuit Board. Kann ich bauen? Fehlt hier nicht viel. Circuit Board, Circuit, da. Brauchte ich. Wie viel davon? Ich hab nicht aufgepasst. Checkpad. Brauchte ich. 15 passt. Und nochmal 5 Motoren. Da lang. Well. Gehst du wohl. Schön. Da. Gib mir 5 Motoren. Hab ich überhaupt Platz? Hab ich. Ich nehme die 14. Da muss ich hin. Jetpack. So, muss ich den Fuel jetzt drin haben, ne? Einstellungen. Preferred Packaged Fuel habe ich. Wie funktioniert das? Mir geht's gut. Autsch. Okay, Schallfaden gibt's trotzdem. Ja, cool. Ja, mega geil. Aber der hat echt guten Spritverbrauch, ey. Gut, das kommt jetzt erstmal wieder da rein. Ich brauchte Motoren, ne? Rotoren. Habe ich die eingepackt? Ja, habe ich. Was brauchte ich noch? Keine Ahnung. Geh wieder zurück. Wir gehen nicht zurück. Ich muss nur ganz kurz gucken, weil ich tatsächlich doch gern dann auch mal langsamer schauen wollen würde. Ach, der nimmt auch noch Holz. Nimmt der auch noch. Geil, alles, was brennbar ist. Ja. Fuel Generator. Okay, dafür brauche ich aber tatsächlich den anderen da. Das könnte ich, das kriege ich schnell, nur das braucht ewig, diese Computer. Kann ich den Fuel Generator bauen? Hm. Der ist auch sauteuer, ey. 100 Schrauben. Braucht er für einen einzigen krassen, super krassen Heavy-modularen Rahmen. Scanner-Upgrade. Materium-Ohr. Hä?
Es Rezong mit Jetpack, ja. Ich hab doch schon Katerium, aber was willst du von mir? Warte, Kütte, bitte. Wo ist er? Kütte an dir fliegt. Man kann sich auch draufstellen, nur man stirbt. Da nützt einem auch der Jetpack nichts. Ah, okay. Gedrückt halten. Ah. Verstehe. Willkommen bei Team Paluten. So, fahren wir wieder zurück. Ja, mega cool. Das heißt, ich muss mir immer so einen dicken, fetten 1-2 Stacks Kraftstoff immer mal in der Tasche haben. Damit ich auch immer schön mit dem Jetpack fliegen kann. Das hat ja ein bisschen bessere Reichweite. Als wie dieser Bio-Zeug, was ich da eben hatte. So. Ja. Also für die Zukunft, so in ein, zwei Monaten, ja, zwei Monate, kommt ja Beta Create 2 Minecraft an diesmal. Das haben wir uns schon vor, ja, Monaten ja schon ausgedacht und so. Ich bin erstaunt, es ist tatsächlich ähnlich dem, was die große Bubble da jetzt spielt hier um Spark und so. Auch eine Skyworld. Allerdings sind wir ein bisschen anders. Wieder ein bisschen anders. Hätte ich nicht gedacht. Unfassbar. Wir haben das abgeguckt. Nein, Quatsch. Haben sie nicht. Aus. Oh ja, haben wir noch ein bisschen. Zack. Zack. Nehmen wir uns mal zwei mit. Der verbraucht sich aber auch total schnell. Aber dann kann ich hier rauf. Also merke, nicht so hoch. Kann ich hier auf den Schornstein? Kann ich. Sexy. Wunderschöne guten Morgen, Brophy. Alles gut. Da da di da da di da da da. Da da di da 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 da. Sofort bei euch. Da, 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 da. Da, 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 da. So. Alles gut, bin nur kurz da. Ja, ja, alles hübsch, alles hübsch. Alles hübsch, alles hübsch. Hauptsache, dir geht's gut. Das ist die Hauptsache, Brophy. Das ist die Hauptsache. Jetzt stellen wir uns mal hier bei. Mal so kackfrech. Machen wir einmal den. Was fehlt mir? Reinforced Iron Plates. So, so, ihr sparkt jetzt. Dann bringt Spark mit zum Quartett. Ich, wenn ich ihn kennen würde, würde ich das wahrscheinlich tun. Aber da ich ihn nicht kenne, werde ich das nicht tun. Wieso hast du Kaffeebecher in der Hand? Weil er schmeckt. Ich hau mir sogar manchmal vor den Helm. Oh, ist das geil. Ist das geil. Wenn er kann, richtig. Ah. So, übrigens, wenn dann schon im Duett.
zusammen. Was hat heiß? Geil. Ich liebe meinen Kaffee. Ja. Das leuchtet ein, sag ich doch. Einmal. Zweimal. Einmal. So, dann brauchen wir aber noch ganz dringend so ein. Dafür ist aber jetzt hier das Zeug im Weg. Nee. Machen wir das mal weg. Das und das. Oder wie es geht, dahin. Dann. Packt man den damit dran, würde ich sagen, ne? Es kommt anders, wenn man denkt. Ja Gott, nochmal, dann lernen ihn kennen. Ja, ist ja gut, ist ja richtig. ist ja richtig. Endlich mal zufällig irgendwie. Irgendwie dabei bin. Keine Ahnung. Das. Nee, kann ich nicht machen. Ist das Grad? Das ist Grad, ne? Das ist nicht Grad. Oh, da knickt drin. Nee, das geht nicht. Ah, Nietzsche ist auch noch da. Hi. Ist ja auch noch da. Ne? Ja? Liebelein. Was wollte ich? Das. Da, also gehen wir mal eins zurück. Immer noch ein leichter Knick drin. Nicht schlimm. Spaß noch. Alles klar, Profi. Ja, auch ganz, ganz viel Spaß. Auch viel Spaß im Urlaub vor allen Dingen. Kann ich nicht bauen, weil mir Spuren fehlen. Die spiele ich noch da. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ne? Nein, ich krieg voll Schaden. Ich krieg voll Schaden. Autsch. Warte, bloß an mein Auto. Wo habe ich jetzt die Spulen hingepackt? Dankeschön. Das ist kein Spulenmädchen. Habe ich die irgendwo liegen lassen? Ne, das sind sie. Zack. Was wollte ich bauen? Kabel. Lüche Moni. Na, ist hübsch. Ein kurzes Hallö und schöne Grüße an Sky, falls das nicht schon geschehen ist. Genau, viel Spaß im Urlaub. Richtig. Eins. Ich stell dich mal dahin. Dann kommst du mal da dran. Kommst mal hier dran. Du kommst da dran. Muss ich den ganz kurz anlaufen lassen. Dauert ein paar Minuten. Bis er mal läuft. Ah, sehr gut. 120 die Minute, das Rohr schafft 300. Also das ist wunderhübsch.
Weil dann würde ich nämlich das Kabel mal wegnehmen. Das sieht doch ein bisschen Käse aus. Und das mal da dran klemmen. Du kannst direkt weiterlaufen. Nicht aufhören. Hat dir keiner gestattet. Du kannst direkt wieder laufen. So. Das könnten wir tatsächlich irgendwo reinmergen lassen. Da hinten die Kohle von da hinten. Das müsste gehen. Müsste gehen. Würde ich die hier so hier reinmergen. Aber das ist eh das Doppelte nachher von dem, was jetzt ist. Das passt dann auch für die drei. So. 7. Nee. 6. Kann ich dich da ansetzen? Natürlich nicht. Weil ich das Kabel erstmal wieder wegmachen muss. Mit F. Das ganze Rohr weg. Strom verbrauche ich. Autsch. Viel zu viel. Viel zu viel. Autschi, autschi, autschi. Aber wenn ich den wegmache, dann ist kurz der Strom weg. Das passt. Hm? Hm? Weil die Dinger laufen ja trotzdem weiter. Bin unsicher. Warte mal. Ich bereite das erstmal vor. Glaube ich. Es geht nicht. Ich muss das ja so machen. Blöd. Wie geht's euch? Es geht um dich, Moni. Es geht um dich. Ne, warte mal, ich hole mir zuerst die Sachen da hinten. Wie verteile ich mir das? Gehe ich da hinten rum? Mache ich das von hier vorne? Ich muss das ja hier reinmergen. Damit ich mehr Kohle bekomme. Damit die drei damit auch noch verbraten werden. Ich merge das hier rein. Kuh. Logistik. Merger. Hier. Gehen wir genau hier über die Mittenteile. So. Steht viel Neues an. Schön. Mal gucken, ob es was wird. Ja, warum denn nicht? Warum denn nicht, Moni? Warum sollte es nicht was werden? Ah, perfekt, genau gepasst. So, dann. Jetzt aber. Hauch von Zweifel und wenig Mut liegt in der Luft. Niemals. Niemals, Moni. Jetzt können wir uns das hier. So. Und dann hinten rum. Dann wieder rein. Eine Theorie. Klingt sehr, sehr merkwürdig. Ist auch merkwürdig. Ich habe keinen Platz. Aber das packst du trotzdem, Moni. So schaut es nämlich aus. Will den Zweifel weg. Und nein, ich habe nicht gepupst. Bist du dir da sicher?
Bist du dir da sicher, werter Dog? 3. Ich stehe mittendrin. So, du wärst in die Mitte gegangen, ne? Ist aber hier. Nein. So, hier kommt der Kohlen an. Sehr gut. Hab mein Bestes gegeben. Aufgeben ist keine Option. So schaut's nämlich aus. So schaut es aus. So, und das gehen wir jetzt bis. Da, ne? Nein. Ungefähr da. Direkt drin. Das geht aber nicht. Ungefähr da. Ja, das passt schon. Das passt schon. 3. Mal hinten rum mit dem Mums. Es bist hier nicht mehr so sicher. Nützt die Lüftung etwa nichts mehr? Dahin. 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 Da rein. Da rein. Da rein. Jetzt kommt das damit bei. Genau. Müsste das eigentlich gut laufen. Die drei. Warte mal, ich könnte die noch mal eben. Was ist das? Kohle. Jetzt muss man auflaufen. Das sollte sich so langsamst noch füllen. Wenn die Dinger voll sind, dann passt's. So, nächste Station wäre die Wasserversorgung, weil ohne Wasser funktioniert das nun mal nicht. Dann müssen wir den mal kurz trennen. Dann lassen wir den nämlich bis hier laufen. Nein. Was so?
sollst du nicht mehr. Du sollst das so machen wie der da hinten auch. Das wäre wunderschön. Bist du da sonst dahinter? Nee, passt. Ist zu niedrig. Was ist das denn keiner? Deswegen klappt das nicht. Ah, jetzt haben wir's. So, dann. Was bleibt mein Cross? Ungefähr. Hier dasselbe. Wir wollen aber sneaken, so, ne? Willst mich nichts. Ja, passt schon. Warte, gerade. So. Die müssen jetzt noch alle miteinander verbunden werden. Hier kann ich noch eine Leitung ansetzen. Dann geht das einmal von der Leitung bis nach hier. Der nach da. Ah, schon haben wir wieder 1200 Megawatt, warum auch immer. Wie ich vorher eigentlich auch hatte. Ne? Keine Würstchen mehr, St. Lady. Was ist denn da los? Aber läuft sehr unrund. Warum läuft das sehr unrund? Hoppala. Der ist gut. Der ist gut. Der nichts mehr kriegt hier. Doch, da kommt doch noch was. Ah, der verbraucht schneller. Ah, okay, verstehe. Verstehe. Das macht gar keinen Sinn, was ich hier mache. Das macht gar keinen Sinn. Oder doch? Doch, klar macht das Sinn, Trottel. Klar.
Warte nochmal. Also, ich hole mir jetzt den. Um's von hier. Genau. Der geht nach. Ist das der falsche Ausgang? Ich wollte auch einen Merger hier. So. Genau. Zu gehen. Hoffe ich. 3. Er läuft ja verkehrt rum. Das soll er ja nicht. Splitter, da Ausgang, Ausgang da. Geht doch. Jetzt kommt die Cola an, ja. Jetzt wird ein Rohr oder was auch immer das sein soll. Sieht aus wie eine Kaffeetasse. Rohr. Der ist schon wieder nicht da dran, ey. Das ist, ich könnte so schreien, ne? Manchmal tut er nicht das, was er soll. Jetzt aber. So, dafür kann ich aber den theoretisch trennen. Genau, die sind jetzt vollgelaufen. Weil die vom ersten gedingst werden. Ja, jetzt habe ich's. Bitte vorher muten, dann kannst du schreien. Nee, noch ist alles gut. So. Das hier hinten läuft jetzt so ein bisschen wie hier. Autsch, Schmerzen. So. Genau, das läuft jetzt hier. Der ist voll. Der wird jetzt voll. Das Umbasteln der Zuleitung, ey, das ist unfassbar. So, prinzipiell. Kann ich die Leitung wegmachen? Weil er kann die Leitung die ersten drei hier machen. Also 1, 2 und 3. Und das hat gut funktioniert. Die Leitung, die von da kommt, könnte die 3 machen. Dass die versorgt werden. Oh, das sieht, glaube ich, gut aus, dass der sich voll saugt, ne? Ja, stetig. Ja, auch. Obwohl, den können wir eigentlich erstmal so lassen.
Recht hässlich, aber es funktioniert. Ja. Vielleicht erstmal hässlich, aber es funktioniert. So. So, wie geht das jetzt hier weiter? Was machst du mir? Du machst Gummi, ne? Genau, richtig. Du machst die Gummiteile. Du machst Petroleum. Diese komischen Dinger, 120 die Minute. Genau, das passt. Das passt auf jeden Fall. Ey, das ist wohl auch... Wow. Aber das ist ein Leck. So, du machst das gleiche hier auch. Gut, problematisch ist jetzt an der ganzen Sache eigentlich nur, dass ich nicht mehr so viel von dem Brennstoff habe. So, aber das kann man später auch noch ändern. Kann man später, Entschuldigung. Auch noch ändern, was habe ich denn hier leckeres? Oh, M&M's. Wenn wir den Petroleum-Energie-Strom-Macht-Dings hier haben. Hm. Weil dann kann ich die Kohle nämlich hier sparen, weil die Kohle eigentlich nichts bringt. Die ist nämlich echt kacke. Aber ich habe erstmal ein bisschen Strom dafür. Lass mal gucken, wie ist jetzt der Stromverbrauch? Yes. Produktion ist immer noch so. Hoch runter, hoch runter. Ach, die Dog. Schöne gute Nacht, schön, dass du da warst. Huch, schlafen Sie gut, der Herr. Schlafen Sie gut. Also der Verbrauch ist gut, die Produktion ist so Arsch. Warum ist die Produktion Arsch? Wasser kommt an. Ich dachte vielleicht am Wasser, weil der hier kein Wasser hat. Was hat denn der kein Wasser? Sieben. Wieso hast du kein Wasser? Fassbar. 100 die Arsches. Ein Wunder. Hm. Hoch runter, hoch runter. Wasser kommt an. Wasser ist da. Das ist da. So, das heißt, hieran kann es eigentlich eher nicht liegen. Hier kommt genug Wasser an. Okay, Knick ist im Rohr. Wie das nun manchmal so ist. Die wahren Leben auch. Das heißt, das kann nur... Das liegt bestimmt da hinten. An der ersten. Weil die läuft gut hier. Ja, die ist voll. Ja, so, die Dinger sind jetzt alle voll. Genau. Sind alle jetzt voll. Gut, das läuft. Du bist auch bald voll. Ich könnte hier noch einen Container aufstellen. Das mache ich eben. Ich will dich aber nicht in der Luft haben. Stell dich oben drauf. Ist richtig rum? Ist raus, ja. So. Einmal ein Conveyor Pole. Nehmen wir den.
Boah, da hinten auch mal. Nochmal zur Sicherheit. Wer weiß, wofür es gut ist. Kann ich nicht, weil mir Rohre fehlen. Kann ich einen normal machen? Kann ich nicht, doch kann ich. Logistik. So, einer mit. So. Also die Dinger laufen gut. Ja, das stetig. Das heißt, das müsste einem... Ach, weil ich da vorhin an der Kohle rumgespielt habe wahrscheinlich. Komm rein. Auf, komm rein. Das kann gut sein. Vielleicht hätte ich die Kohle da hinten nicht machen müssen. Oh ja, sehe ich auch gerade Nähnchen. Neues Profilbild vom Discord. Was ist da los? Das ist ein Herz, oder? Das ist ein Herz? Ich weiß das gar nicht. Ah, nicht so schnell. Also mit dem Ding zu fahren ist tatsächlich einfacher als mit dem Truck. Ach, Timoni, schön, dass du da gewesen bist. Schlafen Sie gut. Waren Sie nicht so besoffen wie ich. Sexy. Warum? Ah, siehst du, sag ich doch. Weil ich hier rumgespielt habe. Gut. Das kann ich also nicht bringen. Wie viel habe ich denn hiervon schon? Compacted Coal. Gute Nacht. Das geht nicht, das kann ich nicht machen. Geht nicht. Da muss ich wieder vernünftig mit Material rüber. So, kann ich denn... Das ist schon fast voll ist, ne? Könnte ich das hier hinten rein mergen? Geht das? Ah, hier. Da, die zwei, die drei, die sind komplett ausgefallen. Die gehen nur mal eben so. Deswegen habe ich auch diese Stromschwankungen im Netz. Ich hätte das nicht wegnehmen müssen. So, danke übrigens zwischendurch mal für 21 Likes. Sexy. Sehr, sehr sexy. Brauch mal einen Kaffee. So. Wo haben wir eigentlich? Elf schon. Gleich. Oh, das war schon.
da di da di da da. Ah, jetzt kommt das wieder ordentlich an. Ja, genau, so muss das. Was ist das? Code. Rein damit. Dass das mal langsam wieder läuft. Der Laden hier. Ah, viel besser. Jetzt haben wir auch 1400. Außer wirklich, ich renne den einen hier. Ich baue eine Schleife, weißt du? Dann müsste ich das genau andersrum bauen. Da raus, süpp, und da wieder rein. Ist dann etwas effizienter, weil es, glaube ich, länger brennt. Glaube ich. Ja, jetzt kommt das Zeug auch wieder. Gott sei Dank. Schauen. Ja, füllt sich langsam. Ja, füllt sich. Das ist sehr, sehr gut. Was ist das? Petroleumkohle. So. Der macht 5 die Minute. Ne, warte mal, wie viel braucht der? 15 die Minute braucht er. 15. Also wären das 45 Stück. Für 3 Generatoren. So. Du baust 50 in der Minute. Damit könnte ich 3 Generatoren in der Theorie befüllen, wenn die davon auch 15 Stück brauchen. Wow. Gucken wir mal. Nehmen wir mal 100 mit. Was sagt denn, wenn wir... Der braucht nur die Hälfte. Ich merge das bitte rein. Klar. Ziehen wir das hier raus. Dann merge ich das da wieder rein. Klar. Da brauche ich tatsächlich jetzt nur noch die Hälfte. Ich hoffe, der kapiert hat, dass er wechseln muss. Ich hoffe, der macht das von alleine. Jetzt habe ich total die Fahrt verloren. Okay, also. Der C-Burner E800 läuft mit Kohle. Mit ganz normaler Kohle, die du kriegen kannst. So, ich habe mittlerweile ein Rezept freigeschaltet, dass ich mit Hilfe von dem gelben Zeug hier von Sulfur sogenannte kompakte Kohle herstellen kann. So, diese kompakte Kohle hat den Vorteil, dass, jetzt gehen wir wieder zurück, welchem Brenner war die jetzt? Nee. Genau.
Also die hat einen Verbrauch von 7,14 pro Minute von Kohle. Von den Dingern. 7,14 die Minute werden verbraucht. Eine normale Kohle 15. Also was mehr als das Doppelte. Ne? So, die Petroleumkohle ist sogar noch bescheidener. Die taucht gar nichts, aber für da hinten reicht die erstmal. So, wenn ich jetzt... Wenn ich mir jetzt... mal angenommen. Ist irgendwo... Welches Band drin? Ja, da kommen die so richtig an. Flupp. Oder verlieren die hier durch irgendwas? Nee. Jetzt wäre hier ein falsches Band dazwischen. Scheiße, weißt du? Storage Container. Ich will den aber nicht dismanteln. Weil das hier so gestückelt rauskommt, weißt du? Verstehe nicht. So, wie dem auch sei. Nee, das ist echt scheiße eigentlich. Weil dadurch, dass nämlich noch länger dauert, da muss ich eigentlich... Muss ich es doch, ist ein MK1-Band. Habe ich es doch gewusst. Na gut, viel Kohle. Schon hinterher. So, dann kommt der dahin. Geht nicht, weil das Kabel hier im Weg ist. Das ist nämlich auch ein MK1-Band. Das war's. Das war's. Das Kabel ist ein MK3-Band, das bleibt. Kann ich nicht reinsetzen, weil das MK3-Band im Weg ist. So. Genau. Ah, jetzt läuft das so, wie es soll. Sehr sexy. So, jetzt können wir hier wieder abzwacken. Also, wir zwacken hier ab. Dann gehen wir in der Schleife. Hier wieder rein. Und, das nehmen wir mal weg. Ja, versteht er? Wahrscheinlich nicht. Beziehungsweise ich kann hier abzwacken. Ja, klar, muss ich ja. Aber dann gehe ich da wieder rein und dann passt das. Dann habe ich zwischendrin immer mal wieder einen guten... Dann müsste das eigentlich echt gut gehen.
In der Theorie. War er der hier, ne? Der. Genau, mal gucken. Und er dürfte theoretisch direkt umspringen. Und dadurch kann ich... Oh, ich mach süchtig, ne? Das ist unfassbar. Boah. Ganz fies. Weil der macht das 1:1. Gut, ich habe mit Sulfur noch mit dabei, aber das ist ja egal. Also prinzipiell ist das alles 1:1. So. Dann gehen wir aus dem... Jetzt machen wir hier. Einen Merger rein, also der das hier zusammenzieht. Mal gucken. Ganz wild. Guck, ob das klappt. Es geht halt hier mit durch die Foundation durch, ne? Ist das hässlich. Funktioniert. Hier ist das kompakte Kohle. Das ist das normale. Geil. Können wir nämlich richtig viel Kohle sparen. Das muss so sein. Das L in Satisfactory steht für Logik. Hoffentlich tun die, wenn die den kompletten Release mal irgendwann mal rausbringen. Da nicht unbedingt. Schau auf. Theoretisch ja. Machen die da keine Physics rein? Nein, nein, nein. Ja, genau, hier bin ich hin. In den Abqualm, ja. Da kann man richtig Material sparen mit. Ja. Das ist eine geile Sache. Ich glaube. Ich glaube, ich baue das so um. Ich könnte mir das tatsächlich so umbauen. Dass der... Dem könnte ich sogar noch eine verpassen. Habe ich noch eine Batterie hier? Ne, die habe ich drüben gelassen, ne? Kohle.
Ja. Könnte man tatsächlich noch eine verpassen. Also ich meine eine Schnecke. Hier habe ich jetzt Kohle, Dings, Kohle, Dings. Hier habe ich schön im Wechsel. Kohle, Kompakte, Kohle, Kompakte. Theoretisch. Nee, das funktioniert nicht, glaube ich. Dass ich das komplett dadurch ersetze, dafür müsste ich das doppelt abziehen. Ich hier jetzt noch einen von abziehen, dann dauert das aber wahrscheinlich zu lange, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Genau, 9, irgendwas ist das ja. 10, irgendwas. Unten für einen Durchlauf. Genau, alle 6 Sekunden, steht's auch. 93%. Nee, 50. Muss schon sein. Volldampf, volle Suppe. Prinzipiell wäre doch eine Möglichkeit. Könntest du damit nämlich echt lange auskommen, weil du nämlich das doppelt so lange brauchst. Also prinzipiell würde. Also der produziert 50 in der Minute. Der doppelt so lange braucht zum Verbrennen da hinten. Wäre das 100, so gesehen, in der Minute. Ne? Ihr versteht meine. Halbwegs die Logik. Also wenn ich jetzt mit einem Band normaler Kohle ungefähr 3 Stück bedienen kann, müsste ich theoretisch sechs Stück mit bedienen können. Weil das Zeug doppelt so lange zum Verbrennen braucht. Das heißt, ich komme mit einer kompakten Kohle, müsste ich 6 von den Teilen basteln können. Ich könnte mir eine komplette Kohle bahren. Eine komplette normale Kohle bahren. Und dadurch noch mehr Kraftwerke hinstellen. Guck mal, jetzt hat er hier wieder sowas. Okay, wo kommt das her? Warum hast du das? Wo ist das? Klingt logisch, ja. Ist es aber anscheinend nicht. Weil irgendwo. So, Autsch, Schmerzen. Habe ich einen Hänger. Quasi. Irgendwo hat er einen Hänger. Wisst ihr das? Hier geht das. Das geht wieder auf und ab. Wo? Hier ist kompakte Kohle. Das normale. Ach, der muss den erstmal. Ah, verstehe.
Warte mal, ich glaube, ich muss das anders machen. Ah, okay, das mit der kompakten Kohle war doof. Die damit rein zu merchen. Also wenn, weil er muss erstmal das verbraucht, der verbraucht erstmal das, was er hat. Da geht die neue Krone rein, aber in der Zwischenzeit ist er mal runtergefahren und dann fährt er wieder hoch. Also entweder mache ich das komplett weg. Mein Gott, war das ein Lag. Ich glaube, ich mache das hier komplett weg. So. Ja. Muss ich das halt jetzt einmal durchlaufen lassen. Jetzt kommt hier alle 6 Sekunden 5 Stück raus. So in etwa. Oder 2. So, jetzt muss der nur mal den ganzen Bums, den ganzen Verstärk. Jetzt kommt hier nur noch kompakte Kohle durch. So, und alles. Das habe ich hier mit rein, auch noch reingemercht, ne? Ja, hier ist auch die kompakte Kohle. Du gehst nach da. Ja, das könnte mir Probleme bereiten. Der kommt jetzt komplett hier an. Geht die da rein? Bis hier. So, und dann habe ich die hier aber auch nochmal eingemercht. Das kann ich verhindern, indem ich den hier auch zur kompakten Kohle mache. Dafür muss ich aber dann den hier reinlaufen lassen. Den abmelden. Theoretisch. Oder, den Zulauf hier trennen. Den hier. Dann läuft hier nur normale Kohle. Den beiden. Und dann... wie das ist, wenn die Kohle da mal komplett weg ist. Die normale. Ich glaube nicht, dass der reicht. Hm, er grübelt, ja. Das kann sein, ja. Das kann sein, Lennox. Aber das macht mir tatsächlich, das ist so eine Problemlösung, die mir echt Spaß macht.
fast wie auf der Arbeit. Du stehst vor einem Problem, was du lösen musst. Ne? Also bei mir ist es meistens dann so eine handwerkliche Sache, wo man halt ein bisschen Grips haben muss. Ja, das macht mir tatsächlich Spaß. So, allerdings denke ich, dass ich das da. Also, das Band da auch zu dem kompakten Gedöns machen muss. Damit das flüssiger läuft. Weil im Moment ist das so, durch den Wechsel von normaler Kohle zur Dingskohle, zur kompakten Kohle, gibt es Stromaussetzer. Jetzt haben wir schon 1400 und das ist immer noch doof, weil er auf 1200 runtersenkt. Und das ist unter Umständen blöd. Guck mal hier, weiß. Weiß bedeutet, läuft optimal. Das ist die erste Maschine, die ich weiß habe, oder die zweite. Und das ist die erste Maschine, die dauerhaft auf weiß läuft. Wenn du gerade auf. Sag mal, könnte ich das hier nicht? Quatsch. Ich kann aus einem zwei machen. Ich kann mit ein allein zwei davon machen. Ich kann... Ja geil. Müsste klappen. Müsste klappen. Und der wird nämlich auch immer voller. Der wird gar nicht leer. Lyra Raid! Hallöchen, Lyra! Schönen guten Abend! Alles gut? Dankeschön für deinen Raid! Alles gut bei dir? Es klappen. Ja, und selbst? Mir dröhnt die Birne langsam. Aber... Ich war ein Splitter, ich Idiot. Kann ich nicht dazwischen setzen? Doch. Guck mal raus. Hab nichts raus. Darf ich Mod?
Was hat passiert, Lara? Wo bist du auf einmal blau? Juhu, danke. So, das war's schon mal, Mod. Bitteschön. Entschuldigung. Keine Ahnung, verrate es mir. Ach, jetzt bist du kein Mod mehr. Why not? Was Mod? Reicht das nicht? Reicht das nicht? Bin doch immer super. Ja, du drohst mir immer. Das ist eigentlich nicht lieb. So, jetzt passt. So. Du musst mir immer drohen, Lara. Das ist nicht nett. Gar nicht. Ich drohe. Nein. Nein, nein, nein. Machst du nicht. Ich weiß. Nenne mir ein Beispiel. Crafters Life jedes Mal. Jedes Mal in Crafters Life. Das? Ich bin Lady, schönen guten Abend. Lucien! Hallöchen, Hallöchen und viele liebe Dank für den Raid. Hallöchen an alle. An alle Raider von Lucien. Alles gut bei euch? Willkommen, willkommen. Hashtag Lucien Raid. Hallöchen. Herzlich willkommen zu Minecraft 2. 2.0. Mit Nagelpistole. Mahlzeit Lu, Dankeschön. Vielen Dank für den Raid. Herzlich willkommen. So, wir versuchen gerade hier. Ein bisschen was unser Zeug zu optimieren. Bisschen Chicolina. Schönen guten Abend. Was ist denn das? Das ist aber Müll. Da kann man nichts optimieren, wenn das im Weg ist. Mittlerweile mehr Rezepte und so weiter freigeschaltet, dass wir das will ich aber nicht. Das will ich nicht. Das will ich. Meine Güte. Alles ist begrenzt. Willkommen zurück. Genau, mittlerweile mehr Rezepte freigeschaltet, dass wir halt zum Beispiel eine etwas bessere Kohle bekommen. Jetpack. Mega geil. Nagelpistole, Öl und ach, das ist zu viel. Das ist echt sexy mittlerweile. Langsam wird das Spiel echt sexy. Ich brauche einen Splitter. Packe ich mal dahin. Dann wieder ein MK2-Mand. Ne, andersrum. So. Dann.
Geht nicht. Auch nicht. Also, alles klar. Ja, danke nicht. Danke. Was? Perfekt, geht. Aber das nicht hochlegen. Einmal. Ich habe keine Reinforced Iron Plates mehr. Wo ist mein Auto? Ist hier nicht noch welche drin? Weiß doch. Ich habe keinen Platz. Uiuiuiuiui. Bei. Sieht jetzt alles sehr wild aus, aber das soll, das muss so sein. So. So, jetzt läuft hier das Sulfur von da rein. Der läuft hier rein. Ich muss auch einen Strom klemmen, ne? Falsche Strommasse. So, du baust mir jetzt Compacted Coal. Perfekt. Dann kommt hier ein Storage Container hin. Dann wird es aber hier rein. Ist hier? Stimmt. Wird schon gehen. So. So, dann merchen wir da rein. Ja, geht durch der Ding. Ist nicht schlimm. Dann können wir uns theoretisch den sparen. Dann wird jetzt die ganze Anlage da, was vorher drei waren, jetzt nur noch von zwei Kohleleitungen quasi versorgt. So, das Zeug, das braucht nämlich doppelt so lang zum Verbrennen wie das normale. So, das sollte theoretisch funktionieren. In der Theorie. So, jetzt müssen wir erstmal die ganze alte Kohle erstmal wieder weg verbrennen. Dann habe ich nachher auch nicht mehr diese Stromschwankungen.
Dann sind die nämlich auch weg. Ja, müsste so klappen. So. Jetzt machen wir aber Folgendes. Wir machen jetzt Feierabend. Spät. Kommen wir wieder früh raus. So, erst einmal. Sir Reason, was bauen Sie dafür mit der Achterbahn? Genau das ist es. Ja, das muss ich tatsächlich noch. Das ist jetzt testen. Erst testen, dann schön bauen. Aber erstmal das Klo getestet. Schön bauen kommt demnächst irgendwann mal. So. Wir sind noch da. Ob noch einer da? Leider, hast du schon aufgehört? Ja, Lara hat schon aufgehört, richtig. Aber ja, warte. Wer ist denn noch da? Wer ist denn noch da? Sine ist noch da. Marv ist noch da. Carsten da. Wir waren schon ewig nicht mehr bei Stine. Gehen wir mal zu Stine. So, meine Freunde. Passbar. Dass ihr alle da gewesen seid. Ich muss mal kurz runterscrollen. Moment, ich sehe nämlich nichts mehr. Ich habe vergessen, wie viel es waren. So. Schön, dass ihr alle da gewesen seid. Ja, es ist kein kein Minecraft. Ja, ist dadurch. Das spiele ich jetzt öfter. So. Wie gesagt, schön, dass ihr alle da gewesen seid. Lu, danke dir für deinen Raid. Aira, danke dir für deinen Raid. Leo, dir auch. Vielen Dank für 21 Likes. Sehr nett, dankeschön. Wir sehen uns wieder wahrscheinlich morgen Abend dann auf dem Community-Server. Dann spielen wir auch wieder Minecraft. Gute Nacht alle zusammen. Gute Nacht, kleiner Bruder. Ja, wir sehen uns dann, ne? Alle hübsch rüber zu Stine. Stell dir schöne Grüße. Bis dann. Ciao.